Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Team of the Season SBC, natürlich aus der La Liga, und wir schauen uns den niederländischen Spieler von Villarreal mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet er euch circa 130.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt, oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 93 ist er bewertet, hat somit ein ordentliches Upgrade bekommen. Seine normale Goldspielerkarte, die hat nur eine Bewertung von 76. Hat inzwischen 2 Team of the Week erhalten in diesem Jahr und eine 87er, das müsste Road to the Knockout gewesen sein, also ja, noch die Gruppenphase von der Champions League. Genau, so war es auch und so ist es auch, und ich würde sagen, wir schauen uns den guten Mann an. Was bringt er uns denn mit? Auf jeden Fall bringt er uns 5 Sterne schwacher Fuß mit. Okay, das ist schon mal das für den Preis. Okay, muss man ausprobieren. Auf jeden Fall sehr gut, ja. 4 Sterne Skills hat er auch noch. Also bisher gibt es da tatsächlich nichts zu bemängeln. Er hat natürlich eine linker Mittelfeld Flügelspielerkarte. Das ist in der Regel gut einbaubar. 97 Ausdauer. Oh, also die Stats, die sehen schon echt wild aus. Also das ist eine Karte, da muss man nicht lange überlegen. Ja, es fehlt vielleicht der ein oder andere offensive Trade. Er hat noch einen Flair, aber sonst ist die Karte absolut fein für den Preis. Nimmt man mit. Oder kann man mitnehmen. Es gibt ja auch noch eine, ja, mit Fatih einen Konkurrenzspieler, den könnt ihr euch kostenlos erspielen. Da weiß ich nicht, ich glaube, der hat keine 5 Sterne schwacher Fuß, sondern der hat, glaube ich, beides 4-4 gehabt. Ich glaube, diese Karte ist hier nochmal ein bisschen stärker. Ja, muss man aber im Einzelfall nochmal erstmal testen. Er hat hier den Unique Body Type der Fatih und hier haben wir den Average Body Type. Ah. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die SBC-Lösung an. Ohnehin, ich werde den Spieler sowieso abschließen und werde ihn dann auch mal ausprobieren. Wir machen in der kommenden Woche, machen wir ganz, ganz viele Upgrade-Packs und vielleicht auch Picks, wenn sie denn erscheinen. Und dann werden wir uns die ganzen Spieler hier auf easy ercraften. Also, wenn ihr wollt, kommt gerne vorbei. Auf Twitch sind wir dann live. Ja, den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Okay, wir haben 2 SBCs und dort bekommen wir auch nochmal kleinere Packs zurück. Zum einen haben wir hier ein 20k-Pack und in der zweiten SBC haben wir das 20k-Pack, das Prime Electron Spieler. Hier haben wir das 12,5k-Pack. Also nimmt man gerne mit. Schön rechnen sollte man es sich aber natürlich nicht. Die Bedingungen in dieser SBC sind folgende. Wir brauchen einen Niederländer, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür ja wieder tatsächlich etwas länger Zeit, finde ich gar nicht so verkehrt. 13 Tage nach Release könnte diese SBC noch abschließen. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 55.000 Coins. Das war der erste Streich, der zweite und somit auch letzte folgt zugleich. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Wir brauchen einen La Liga-Spieler. Wir haben aber tatsächlich ein paar mehr. Teamchemie 60, Teamgesamtbewertung 86 und natürlich auch hier wieder 11 Spieler. Und dann letztes Mal gehen wir gemeinsam durch und dann haben wir es geschafft. Let's go.
Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür circa 80.000 Coins. Das soll's soweit gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch ja hiermit weiterhelfen konnte. Und wenn ich das getan habe, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.